Der Schützenfisch, oder auch Spritzfisch genannt, wird bis zu 12 Jahre alt und 20 cm groß. Dieser Fisch besitzt eine besonders hohe ökologische Toleranz, denn überlebt problemlos in Gewässern, in denen ständige sporadische Schwankungen in der Temperatur und im Salzgehalt des Wassers herrschen. Der Schützenfisch ernährt sich von Insekten und Fliegen. Das Problem ist auf den ersten Blick jedoch, dass Insekten und Fliegen an Land leben und der Fisch im Wasser. Doch das stellt keinen wirklichen Umstand für diesen Fisch dar. Denn der Spritzfisch besitzt eine Lösung für dieses scheinbare Problem. Er wartet, bis sich das Insekt auf einen dem Wasser nahen Ast, Blatt oder ähnlichem niederlässt, zielt genau und spritzt einen harten Wasserstrahl auf sein Opfer, welches folglich ins Wasser fällt, wo der Spritzfisch es dann auffressen kann. Der Schützenfisch kann bis zu einer Entfernung von 4 Metern genauestens auf kleine Objekte zielen. Außerdem stimmt er die Stärke des Strahles auf die Größe bzw. die Entfernung des Objektes ab. Bei diesem Prozess stellt der Fisch sich mit dem ganzen Körper knapp unter die Wasseroberfläche steil auf, bildet durch das Herandrücken seiner Zunge an die Gaumenrinne eine Art Abschussrohr und presst durch Zusammendrücken seines Kiemendeckels einen Wasserstrahl aus seinem leicht geöffneten Maul. Hierbei entsteht das nächste Problem. Wenn man sich unter der Wasseroberfläche befindet und aus dem Wasser hinausschaut, sind die Objekte versetzt und man sieht sie aufgrund der Lichtbrechung an einem anderen Ort, als sie tatsächlich sind. Das bedeutet, dass dieser Fisch eigentlich jedes Mal berechnen muss, in welchem Winkel das Wasser das Licht bricht und in welcher Winkeldifferenz er seinen Strahl ansetzen muss. Es ist für einen Fisch ganz sicher unmöglich, jedes Mal diese komplizierte und zeitaufwendige Rechnung aufzustellen, bevor er Jagd auf seine Beute machen kann. Diese beeindruckenden Tatsachen führen uns zu dem Ergebnis, dass es einen Schöpfer geben muss, der ihn so leitet, dass er den Strahl richtig und versetzt ansetzt, sodass er jedes Mal seine Beute trifft. Es ist Gott, der Allwissende und Allmächtige, der diesen Fisch von Anfang an mit seinen perfekten Funktionen ausgestattet hat. Auch dieser Fisch ist ein ausreichender Beweis dafür, dass es keine Evolution gegeben haben kann. Denn das würde bedeuten, dass es sowohl Fossilienbeweise geben muss, als auch, dass sich dieser Fisch im Laufe von Millionen von Jahren entwickelt haben muss. Es ist definitiv nicht möglich, dass sich der Schützenfisch, der sich durch seine Jagdtechnik auszeichnet, im Laufe der Zeit seine Überlebenseigenschaften angeeignet hat und sich das Berechnen von Winkeldifferenzen beigebracht hat. Außerdem fehlen jegliche Fossilienbeweise, um solch einen Vorgang zu belegen. Somit fällt die Evolution automatisch weg und steht nicht mehr zur Debatte.